Bei Tageslicht wurde das ganze Ausmaß des Verkehrsunfalls vom Freitagabend klar. Nachdem die Garage von einem Bauunternehmer abgestützt wurde, konnte mit der Bergung des total beschädigten BMW begonnen werden. Die Familie des Unglücksfahrers hatte den Abschleppdienst organisiert, der den PKW aus dem Vorgarten an der Kantstraße ziehen sollte. Der Abschlepper entschied sich gegen die Verwendung eines Kranwagens. Die Hausbewohner erinnern sich noch an die Schrecksekunde des Vorabends. Also wir saßen auf der Couch, die direkt hinter den Garagen ist, als es knallte. Und dann hat mein Mann gesagt, draußen muss ein Unfall passiert sein. Ich sage, geh besser gucken, das muss am Haus sein, weil die Couch so vibriert hat. Und dann ist er raus und haben wir gesehen, dass er wirklich in die Hauswand rein. Und dann haben wir gesagt, ob der Krankenwagen kommen muss, aber da kam er auch schon raus und das war unsere größte Sorge. Aber es sah gleich so aus, als wenn ihm nicht viel passiert ist. Und dann hat die Sache halt ihren Lauf genommen hier so. Der Sachschaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen von der Polizei auf rund 60.000 Euro beziffert. Der 21-jährige Fahrer des 5er Unglücks-BMW konnte das Krankenhaus noch am Abend des Unfalls verlassen. Er ist unverletzt. Ja. Ich bin frontal in seine Fahrertür reingefahren. In dem Moment ist Reaktion, machst du einmal den.